Ja, hallo Freunde, willkommen zu Deponia, einem neuen Let's Play hier auf diesem Channel. Nicht wundern, dass ich hier schon weiterspielen drücken kann. Ich habe gerade eben schon mal angefangen, aber ich hatte Bildfehler im Spiel. Da war irgendwas, da war so eine Einstellung komisch, so eine Textur, irgendwas Einstellung. Naja, jedenfalls, das habe ich jetzt weggemacht und jetzt funktioniert das alles. Und deswegen machen wir jetzt mal einen ganz eleganten Neustart. Let's go! Ja, wir nehmen das Mausrad-Inventar. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ja. Und jetzt sind wir hier im Tutorial von Deponia. Wir zeigen natürlich nicht auf ihn. Und zwar, sondern wir gucken uns eher erstmal um. Die Schrottpresse. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Interessiert keinen. Was haben wir hier noch? Unauffällige Aussparung. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Hier oben. Ja, ja doch. Ja, sag ich doch. Ja, doch. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Ich hätte Synchronsprecher für den Rufus werden können. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Hier oben, Rufus. Ja, doch. Ist ja schon gut. Das ist Wenzel, mein Sidekick, die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Ja, ist doch super. Hallo? Was hast du denn dagegen? Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, Ja, womit fangen wir denn an? Wie man jemanden anspricht oder wie man ein Objekt ansieht? Ich würde sagen, wir fangen damit an. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Wir werden jetzt da hingehen und es ablecken. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Habe ich dich kapiert? Ich dachte, du wolltest dir... Ja. Ich sehe es an. Ja, ich ja, meinte, ja, einfach... Ja, 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 okay, na gut. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ja. Wenn du meinst... Sehe ich auch so, Rufus. Also, ganz ehrlich. Wir schauen mal ihn an. Das ist Wenzel. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Ich wollte dir noch erklären, wie man jemanden anspricht, wie man ein Objekt ansieht, wie man das Inventar öffnet, wie man einen Dialog beendet. Anspricht. Wie man jemanden anspricht. Hm?
Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man das Inventar öffnet. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Ja. Also wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen, okay, wo man mit der Escape-Taste hinkommt. Aha. Du weißt aber bestimmt nicht, wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Ja, okay. Dann heben wir jetzt mal das Ding hier auf. Warte, wir gucken erst ins Inventar. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, was passiert jetzt, wenn ich das mal so... Aber Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Warum nicht? Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ja, eben. Also. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Das sehe ich selber. Das... Außerdem ist es noch kaputt. Mit Betonung auf noch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kommt woanders hin. Ja, ich selber. Ja, ja, außerdem ja, mit ja, Betonung. Ja, ja, ja. Okay, kann ich das hier. Aber Rufus, so weit sind Warum wir doch noch. Ich bin hier eben immer. Menzel. Wie kommt dieses seltsame Ding? Ja. Keine Ahnung. Tutorial, ja, Schmutz. Ja, 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 kennen wir auch schon. Okay, wir heben das mal auf. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Mit Linksklick da drauf? Nein. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Vielleicht kann man dieses ja nehmen und dahin schieben. Schwuppdiwupp. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Aber nur fast. Nur fast, meine Damen und Herren. So, wir nehmen das mal. Ah ne, wir können das Sie her, Wenzel. Ja noch angucken. Es ist fast vollbracht. Das kennen wir schon, ja. Da sagt er wahrscheinlich dasselbe. Schrottpresse. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Gut, Rufus. Knopf. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen. Ja, ja. Na gut. Weißt du was? Hier. Nein. Das war falsch. Wir nehmen dieses... und schieben es dorthin. Plopp. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Können wir jetzt auch mit dem reden oder so? Ach ja. Ich wollte dir noch erklären... Wenn jemand anspricht, ein Objekt ansieht, Inventar öffnet, Objekt im Inventar benutzt. Das habe ich in meiner ersten Runde gar nicht gemacht. Ich habe da direkt diesen Knopf gedrückt und ja, aber das hier gar Wie nicht. Wie man Objekte im Inventar benutzt. Ich klicke mit dem Handsymbol darauf und lege sie so auf meinen Mauszeiger. Klicke ich dann auf ein anderes Objekt, benutze ich die beiden miteinander. Ist er nicht niedlich? Man könnte fast meinen, du wüsstest, wovon du sprichst. Ich hoffe, ich bringe dich nicht an deine Grenzen, wenn ich frage. Ja, wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog klickt. Ha, völlig falsch. Ja, ja. Gut, wir gucken uns das mal an. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es lieber. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das jetzt in dieser Runde schon angeguckt haben. Naja, Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Plopp. Hm.
Ach, ich liebe Tutorials.